Hallo, ich bin Uwe Altschner und ich bin Herausgeber des Vitalstoffblogs. Das Vitalstoffblog ist eine Informationsplattform rund um den Komplex der ganzheitlichen Gesundheit. Seit Beginn der Corona-Krise bemühe ich mich darum, hier auf dieser Seite Informationen bereitzustellen, um die Einordnung dessen, was vor sich geht, für jeden besser möglich zu machen. Heute habe ich einige Informationen zusammengestellt. Diese Informationen werfen ein sehr beunruhigendes Licht auf einige Aspekte, die bisher für uns zur Begründung der Maßnahmen und auch der Schwere der Maßnahmen verwendet worden sind. Erinnern wir uns, diese Maßnahmen wurden damit begründet, dass erstmals ein neuartiges Virus aufgetreten ist, welches gefährlich ist und wogegen keinerlei Möglichkeiten der Therapie oder der Behandlung verfügbar war. Wenn beispielsweise die Sterblichkeiten mit dem Coronavirus in Bezug gesetzt wurde zur Sterblichkeit der Grippe, kam nicht ganz zu Unrecht der Hinweis, dass es gegen Grippe Behandlungsmöglichkeiten gibt, wie beispielsweise eine Impfung, aber auch medikamentöse Behandlungen, die bei Covid-19 nicht zur Verfügung stehen. Dadurch ergab sich für die Politik die Notwendigkeit, weitgehende Maßnahmen zur Begrenzung dieser Epidemie zu veranlassen. Und diese Maßnahmen sind unter dem Schlagwort Lockdown bekannt geworden. Allerdings ist inzwischen klar, dass unterschiedliche Mediziner, auch akademische Lehrer wie Professor Didier Raoult aus Frankreich, früh darauf hingewiesen haben, dass gegen das Coronavirus sehr wohl gute Möglichkeiten, auch medikamentöse Möglichkeiten verfügbar sind, sodass das Warten auf einen Impfstoff nicht die einzige Möglichkeit ist, die uns bleibt, um diese Situation zu bewältigen. Didier Raoult hat unter anderem das Medikament Hydroxychloroquin verwendet und auch in Studien beobachtet. Und dieses Medikament erlangte einige Berühmtheit, als Präsident Donald Trump in öffentlichen Pressekonferenzen dieses erwähnte und dafür auch kritisiert wurde. Sein wissenschaftlicher, sein ärztlicher Berater, Dr. Tony Fauci, hat diese Forderung, diese Empfehlung von Präsident Trump, Hydroxychloroquin in Betracht zu ziehen, zurückgewiesen mit der Notwendigkeit, weitere wissenschaftliche Studien zu erhalten, die zeigen sollten, ob Hydroxychloroquin tatsächlich eine mögliche Alternative ist. Hier haben sich nun sehr bedenkliche Ergebnisse gezeigt. Zunächst hatte die Zeitschrift The Lancet berichtet über eine Studie, die auf der Basis von Behandlungsdaten aus Krankenhäusern auf 5 Kontinenten gezeigt haben wollte, dass der Einsatz von Hydroxychloroquin zu mehr Schaden führt als Nutzen, das mehr haben. Vor wenigen Wochen wurde dann auch durch Hinweise von Professor Raoult aus Frankreich die Studie aus dem Fachmagazin The Lancet zurückgezogen, weil die Datengrundlage, auf der die Ergebnisse zustande gekommen sein sollten, sich als vollkommen willkürlich zusammengestellt und nicht wissenschaftlichen Standards genügend herausgestellt hat. Das war eine peinliche Situation für das renommierte Journal The Lancet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte allerdings eine weitere Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie heißt Solidarity-Studie. Eine zweite Studie ist die Recovery-Studie an der Universität Oxford. Beide beschäftigen sich damit, die Anwendung von Hydroxychloroquin im wissenschaftlichen Doppelblindversuch zu untersuchen. Nun wurde jedoch bekannt, dass beide dieser Studien Bedingungen für das Medikament verwenden,
die außerordentlich fragwürdig sind. Konkret geht es darum, dass Hydroxychloroquin ein Medikament ist mit einem relativ engen Behandlungsfenster. Das heißt, die Mengen, die eingesetzt werden, dürfen nicht zu niedrig sein, aber auch nicht zu hoch. Dieses Medikament ist seit 70 Jahren auf dem Markt und in der Anwendung für unter anderem Erkrankungen wie Malaria, aber auch für andere Autoimmunerkrankungen, die sich mit entzündlichen Prozessen beschäftigen oder die sich dadurch auszeichnen, dass es entzündliche Prozesse gibt. Und auch das ist ja bei Covid-19 der Fall. Nun wurde bekannt, dass die Mengen von Hydroxychloroquin in beiden Referenzstudien, Studien, die zeigen sollen, ob das Medikament eine Alternative sein kann für die Behandlung von Covid-19 und die damit die Grundlagen, die Ergebnisse von Didier Raoult bestätigen könnten, dass diese Studien unter ganz anderen Bedingungen aufgestellt sind. Das heißt, dass diese Medikamente, dass die Mengen von Hydroxychloroquin in diesen Studien um einen Faktor 4 teilweise höher liegen und damit im Bereich der Mengen, die negative Auswirkungen von Hydroxychloroquin auch dokumentiert haben. Wenn dieses in der Anlage einer solchen Studie bereits der Fall ist, dann ist sehr fragwürdig, ob überhaupt diese Studie von Anfang an den Zweck erfüllen sollte, nämlich die Möglichkeit des Einsatzes dieses Medikamentes zu bestätigen, oder ob nicht bereits dieser Studienansatz das Ziel unterstützen sollte, eine negative Aussage zu erreichen, Hydroxychloroquin als Behandlungsansatz auszuschließen, um die Begründung, weshalb wir den Lockdown aufrechterhalten müssen, weshalb wir auf den Impfschutz warten müssen, aufrechtzuerhalten. Denn wenn ein Medikament gegen diese Erkrankung vorhanden ist, gibt es keine Grundlage für diese starken Einschränkungen in unser gesellschaftliches Leben. Bedenklich hierbei ist, dass ausgerechnet die Bill und Melinda Gates Foundation auch an der Ausarbeitung der Studien beteiligt gewesen ist, sowohl als Finanzierung, aber auch durch inhaltliche Mitarbeit. Das allein ist schon fragwürdig, denn es ist eine private Organisation, die die Arbeit von öffentlichen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation vielleicht fördern kann, aber inhaltliche Einflussnahme sollte ausgeschlossen sein. Das ist hier nicht der Fall. Diese Stiftung hat daran mitgewirkt, die Studie zu erarbeiten. Sie hat mitgewirkt, eine Studie aufzustellen, die völlig falsche Annahmen trifft, die gefährliche Ansätze von Medikamentenmengen in Ansatz bringt. Und damit erscheint hier ein weiterer Interessenskonflikt. Die Bill und Melinda Gates Foundation propagiert weltweit den Einsatz von Impfstoffen zur Behandlung von Krankheiten und ist hier mitbeteiligt daran, dass eine Studie, die einen medikamentösen Einsatz gegen eine Krankheit untersuchen sollte, von Anfang an zum Scheitern verurteilt zu sein scheint. Dies ist keine Verschwörungstheorie, dies sind konkrete Hinweise. Diesen Hinweisen sollte und muss im öffentlichen Interesse nachgegangen werden und es muss darauf geachtet werden, dass tatsächlich die Einflussnahme, die innerliche Einflussnahme von privaten Institutionen auf die Belange öffentlicher Gesundheit ausgeschlossen bleibt.